Da ist ein Item. Spray A, wunderherrlich. Das sieht nicht so aus, als ob hier was ist, aber ich fliege da trotzdem mal hin. Aber da war auch nichts. Diese Bahn sieht sehr lang aus. Diese Leitung, sage ich mal. Ich weiß nicht genau, wie diese Orte hier genannt werden. Hau einfach drauf. Cross Attack. Schwerer Schlag, mach es bitte weg. Danke. Ich kann schon der ein oder andere digitieren, aber ich bin mir nicht so 100% sicher. Was sind das hier für Wege? Ich gehe erstmal nach unten. Das ist ganz schön verschlungen hier. Da ist so das Gehirn von Pete darstellen, das ist auch ein bisschen Winddeckung DX verschlungen und verwirrt ist. Wie viel SP hast du? Eigentlich genug. Mach mal schwerer Schlag. Und du hast auch schwerer Schlag. Ach scheiße, die waren dann. Du Rugamon ist aber schnell genug. Der macht das hier einfach weg. Geh mal links, längs. Ja, das ist eine Sackgasse. Bei Monster Emon. Schwerer Schlag. Danke für den Crit. Dann ist das auf jeden Fall weg. Liebesattacke, jetzt macht sie stärker. Power Metal. Ich glaube, der schwere Schlag reicht nicht aus, deswegen hau ich einfach nur drauf, damit ich die SP von Gaiomon spare und dann Auriumon schwerer Schlag. Ich hoffe, Dorugreymon kann zu Alphamon werden. Ich habe es nicht bestätigt. Also ich habe es nicht nachgegoogelt, ich habe das nur in einem Let's Play mitbekommen, dass ich mir angucke, während ich das Let's Play hier spiele. Da hat derjenige gesagt, Dorugreymon kann zu dem und dem werden und darunter war auch Alphamon. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir Alphamon bekommen können. Okay, hier ist Ende. Dann wollen wir da noch gar nicht hin, weil wir wollen die Endpunkte, die anderen, uns angucken. Weil da lungern meistens Items rum. Ich wollte eigentlich... wir können ja erstmal hier gucken, von mir aus. Wo auch immer wir jetzt hier hinkommen. Oh, Gatomon. Hau drauf. Oh, das ist ja... Ja, dann mach schwerer Schlag, weil alles 9 SP kostet, außer seine Spezialattacke, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Panik ist ja wunderherrlich. Hau drauf. Danke. Aquamarin. Ich habe nicht drauf geachtet, wann Dorugamon digitieren kann. Ah, hier ist es. Okay, Limitierungschip C. Ich weiß nicht, was diese Limitierungsdinger sein sollen. Ich meine, ich weiß, was die machen. Die limitieren Sachen. Aber wieso? Ich verstehe nicht, warum ich das machen wollen würde. Weil das Spiel mir nicht erklärt hat, warum ich Sachen... Freundschaft.
warum ich Sachen limitieren sollen würde, quasi machen wollen würde. Warum das eine gute Idee ist. Cross-Attack, danke. Nochmal schwerer Schlag. Level 32. Wenn ich Gaiomon und D-Digitieren würde, zu was würde es denn werden? Vielleicht hätte ich so schneller ein Dugreymon. Aber dann hätte ich wieder kein Gaiomon, ne? Das wäre auch wieder, da hätte ich ein Mega-Level weniger und Durugamon ist eigentlich auch schon gut dabei. Warum musst du wissen, wer ich wirklich bin? Weil das ein Fall ist? Keine Antwort. Suchen wir nach Pete. Hier sieht's aber sehr groß aus. Da geht's runter, da geht's zu Teleportern. Hier, da geht's zu einer Kiste. Hier geht's zu einzelnen Dingern, sage ich mal. Wahrscheinlich Erinnerungsstücke von Pete. Angrifflimitierung Chip B. Ich gehe aber davon aus, dass das Erinnerungsstücke von Pete sind. Sonst kann ich mir da nicht so vorstellen. Hau drauf. Habe ich irgendwas, was alle trifft? Nein, habe ich nicht. Wieso habe ich Antifehler dabei? Egal. Hier, schwerer Schlag meine ich. Den da weg. Und Angemon dürftest du eigentlich so weghauen können. Ja. Hat nun Champion Level. Rugamon ist auch ein Champion Level, aber das ist egal. Die Gegner mit Champion sind halt alle ein bisschen schwächer. Bau von Nakano Broadway Teil 1. Hilfe für den Bau von Nakano Broadway nachfolgend NB wurde 1959 bekannt gegeben. Nach 7 Jahren wurden sie abgeschlossen. Der Grund für die lange Dauer war ein schwerwiegendes Problem, das während der Bauarbeiten immer wieder auftrat. Wenn des Planierens quoll unterirdisches Wasser hervor, was jegliche Arbeiten in wie zuvor zum Stillstand brachte. Ein großer See entstand, die Baustelle wurde lang stillgelegt, seltsamerweise fand man viele große Fische, die Fischer anlockten. Aufzeichnungen zur Folge badeten dort auch viele Leute, einmal ertrank sogar ein Kind in dem See. Nicht, dass dieses Trinkgeld ist, heute ist etwas Furchtbares geschehen. Mitten auf meinem Bett erschien ein kommendes Digimon, es war dort zu kalt. Als ich versuchte, um Hilfe zu rufen, kam niemand. Doch schließlich kamen 2 Detektive, Yokio und Takumi. Takumi fragte mich, wer ich war, aber ich sagte, dass ich es nicht wisse. Also gab Yokio mir einen Namen. Sie nannte mich Pete, weil ich eine Art Zeitkapsel war. Yep, Pete, so heiße ich. Ich war froh, so einen Namen zu haben. Namen sind etwas Besonderes. Stichwort Pete. Wahrscheinlich muss ich am Ende mit Pete reden und der sagt mir Fragen und ich muss mit den Stichworten antworten. Wahrscheinlich wird es so sein. Angriff, das ist nicht schön. Ja, lass das mal. Das Feuer von einem Wolf. Hört mal auf, euch zu heilen. Hau Antilamon weg. Und du haust am besten Garurumon weg. Level Ups. Ich weiß halt nicht, was ein Breakdramon ist, aber ich brauche ein Breakdramon für Slayerdramon. Wie ist das Slayerdramon, ne? Ja, brauche ich, um da was zu digitieren. Mit DNA-Digitation zu machen, um ehrlich zu sein. Wisst ihr halt, welches Vogelküken-Digimon pickt gerne auf Tanemons Kopf herum? Biomon, Biomon, Aerovidromon. Ich check mal Biomon. Davon habe ich noch nie gehört, aber also dass Biomon sowas macht. Ich will noch nicht runter. Ich will erstmal hier rum. Ja, hau drauf. Schwerer Schlag. Ist mir egal.
Weil Dorugamon dürfte dich auch so weghauen. Freundschaft DX, das ist ja sehr nett. Und eine Bilderbelebungskapsel, das ist irgendwie alles sehr, sehr nett. Ich gehe mal zu dem schwer erreichbaren Ding hin. Also das etwas weiter wegliegende Ding. Sagen wir es mal so. Okay, hier ist hoffentlich Nummer 2. Bau von Nakano, Broadway Teil 2. Bei NB gibt es keine Blaupausen. 1961 gab die japanische Regierung mit der Umsetzung des Einkommensverdopplungsplans, um die Wirtschaft nach dem Krieg anzukurbeln. Um zudem die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, gab es landesweit viele öffentliche Bauprojekte. Große Baufirmen erhielten riesige Budgets. Im Jahr 1962 wurde ein solches Projekt, die Hauptroute für Stadtautobahn Tokio, früher als vorgesehen fertiggestellt. In diesem Zeitpunkt erinnert man sich wieder an NB. Verfügbare Arbeiter und Ressourcen wurden aus der Innenstadt von Tokio in das Gebiet gebracht und die Bauarbeiten wurden fortgesetzt. Wahrscheinlich war damals solche Eile geboten, dass man keine zeitvernünftige Baupläne für NB hatte. Yoshito mag das Mädchen mit dem Namen Fuyume Yuki sehr. Er nimmt mich immer auf seinen Schoß und erzählt mir von ihr. Als an ihr sei perfekt, meinte er, ihr Singen, ihr Tanz, ihr Aussehen, alles, er sagte, sie sei ein einzigartiges Idol. Er wird dafür kein Talent, ich kann weder singen noch tanzen, aber ich kann mich zusammenrollen, auf Yoshitos Schoß schlafen, ich liebe es. Außerdem mag ich es, wenn Yoshito so glücklich ist, während er mit mir redet. Oh, kein. Ich dachte, wir kriegen noch irgendwas. Oh, Angewomon. Das erste Mal sehen wir hier. Hau auf Angewomon drauf. Das war mehr Schaden als gedacht. Schwerer Schlag auf Angewomon. Wir wissen halt, dass Duragamon einen Angewomon besiegen kann. Bei Angewomon bin ich mir nicht so 100% sicher. Deswegen habe ich erstmal Angewomon mit den anderen beiden getötet. Okay, das war ja gut. Hat ja gut geklappt. Ich glaube, ich musste auch eine Attacke einsetzen und nicht einfach draufhauen. So eine Fähigkeit. Wiederbelebungskapseln. Hier kriegt man aber auch den Arsch voll mit guten Items. Also das finde ich gut. Also nicht, dass ich den Arsch voll kriege, das finde ich nicht gut. Aber gute Items sind immer was Schönes. Wie Wiederbelebungskapseln und so. Obwohl ich davon mir welche gekauft habe in letzter Zeit. Okay, Cross Attack. Guck mal, ob ich Dorugamon mittlerweile schon digitieren lassen kann. Und dann gucken wir mal, wie es da aussieht, zu was es da werden kann. Hoffentlich kann es einfach so zu Alphamon werden und braucht nicht irgendwie irgendeinen Käse, das ich da machen muss. Schwerer Schlag. Vielleicht hätte ich Angemon anschlagen sollen. Bei Schraner Laser. Bei Dorugamon kriegt es ja doch nicht mit einem normalen Schlag hin. Aber mit Power Metal wahrscheinlich. Ich glaube Level 32, wenn ich mich recht erinnere, ist Dorugamon. Aber wir schauen trotzdem mal nach, wie das mittlerweile geht. Kannst nicht digitieren, ihr könnt alle nicht digitieren. Devilmon kann digitieren. Und Dorugamon kann zu Dorugreymon werden, wunderherrlich. Es war doch Level 30. Der Gruppenspeicher ist voll. Ja, ich muss einen rausnehmen. Das machen wir sofort. Gucken wir nochmal zu, was du werden kannst. Ich denke mal, das hier ist Alphamon. Das hier ist Kentaurusmon. Das sieht nicht nach Alpha. Also, wenn ich ein Alphamon wäre. Um ehrlich zu sein, ich google mal gerade, wie Alphamon aussieht. Alphamon. Ah. Jetzt ist die Frage, was von den beiden soll ein Alphamon darstellen? Ich habe zwar ein Bild vor Augen, aber... Ich denke mal, das obere wird Alphamon sein.
Da brauche ich 80 Fähigkeit für. Glaube ich. Warte, ich muss mal wieder reintappen ins Spiel. Wie viel Fähigkeit hast du denn? 37. Wie viel Fähigkeit hat Gaiomon? 27. Also eine Digitation von dem wäre ein bisschen dumm. Deswegen digitieren wir dich zu Durugamon. Dann hast du 41. Ich digitiere dich komplett zurück. Obwohl. Wir lassen dich erstmal bei Durugamon. Ich glaube, ich digitiere hin und her. Das wäre so das Intelligenteste. Oder haben wir irgendwo was Fähigkeiten? Ja, ich glaube, ich habe etwas, was Fähigkeiten ab hat. Digimon verschieben. Durugamon. Erstmal mit Pokémon tauschen. Farminsel 1. Warte. Durugamon. Futter wechseln, große Kameradschaft. Ich dachte, ich hätte etwas. Ne, ich habe nur was für Kameradschaft. Ich dachte, ich hätte ein Item, was auch Dinges gibt. Gibt es etwas Fleischmäßiges, was. Ja, das erhöht nur die Kameradschaft. Wir haben nichts, was Fähigkeit erhöht. Ja, wechseln wir wieder. Das Tokumon aus. Wo ist Tokumon? Da ist Tokumon. Gegen Durugamon. Mal gucken, ob Durugamon immer noch ein Team ist. Ist es. Okay, dann. Muss ich aber mal kurz noch mal eine Pause machen. War eine Nachricht, die ich bekommen habe. Ich dachte, vielleicht wäre es was Wichtiges, aber so wichtig war sie dann doch nicht. Okay. Da muss ich checken. Auch von Nakano Broadway Teil 3. Beton und Bewährungsstahl wurden passend zur Umgebung der Baustelle und ohne Baupläne verbaut und errichtet. Als die Bauarbeiter 4 Jahre später fertiggestellt wurden, verfügte das Gebäude über 3 unterirdische und 10 überirdische Etagen. Was? 10 Etagen? Da weiß ich aber nichts von. Ich dachte, es hat nur 4. Das größte Gewerbegebäude in Ostasien wurde mit wenig mehr als schierer Willenskraft erbaut. Allerdings mangelt das NB deshalb an einigen Aspekten. So verbindet der Lift beispielsweise nur die ersten 3 Etagen. Ach, deswegen. Meist unterirdischen Stockwerke blieben in den folgenden Jahren ungenutzt. Diese Eigenheiten sind ein direktes Ergebnis der Umstände zu Beginn des Gebäudebaus. Yoshito hat mir erzählt, dass er und sein Sohn einmal bei einer Weltausstellung waren. Er meinte, die Schlange für das Mondgestein sei so lang gewesen, dass sie müde wurden, aber sie hatten beide trotzdem Spaß. Leute nennen Yoshito Herrn Mitsushima. Sein voller Name lautet Yoshito Mitsushima. Im Computerraum ist Yoshito sehr wichtig, deshalb hat er nicht viel Zeit für seinen Sohn. Er ist froh, dass sie bei der Ausstellung waren. Ich hätte die Ausstellung mit Yoshito gesehen, aber wir sind ja im Computerraum immer zusammen. Das ist alles in Ordnung, ich bin zufrieden. Yoshito Mitsushima. Dann hacken wir das hier mal kurz. Mauerspalt 4. Limitierung Chip B, okay, Wayne. Angemon und Angewobon. Okay, der schwere Schlag war, glaube ich, ein bisschen. Okay, One Hit. Ich wollte sagen, ein bisschen unnötig, aber. Ich habe nicht gewusst, dass Angewobon einfach so eine Lusche ist. Level Ups für. Wo ist es? Ah, Durugamon ist ein Team. Ich bin so doof. Ich habe gerade gesucht, wo Durugamon ist, aber es ist ja ein Team. Und nicht da unten auf der Ersatzbank. Hier geht es wahrscheinlich zu Pete. Wenn ja, dann muss ich nochmal zurück, weil ich. Ah, ne. Hier geht's doch nicht zu Pete. Bau von Nakano Board Teil 4.
In den meisten Fällen werden die großen Gewerbe geworden von ihren Eigentümern betrieben. Sie bestimmen über Marketing, Mieter und hinteren Regelungen. NB war eine Ausnahme. Von Anfang an wurden die Läden und Wohnflächen einzeln verkauft. Personen, die im Gebäude Immobilien kauften, konnten diese ihren eigenen Wünschen entsprechend nutzen. Aus diesem Grund begannen kurz nach der Eröffnung von NB die Eigentümer und Bewohner mit dem Umbau ihrer Läden und Wohnungen. Erst 8 Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes entstanden formelle Baupläne für NB. Selbst zu Anfangszeit war der Aufbau des Gebäudes schon völlig unübersichtlich. Yoshito nimmt mich immer auf den Schoß und streichelt ganz zärtlich meinen Kopf. Ich liebe Yoshito. Yoshito nennt mich immer Miko. Miko ist ein Mädchenname. Aber Yoshito hat ihn mir gegeben, also liebe ich ihn. Miko. Ich habe mich schon gewundert, weil ich bin jetzt nicht der größte Japanisch-Kenner, aber ich dachte, Miko ist ein Mädchenname und ich dachte, Pete wäre ein Mädchen. Aber Pete ist ein Junge, aber hat einen Mädchennamen. Ja, ist halt so. Aber es hat mich doch verwirrt, weil ich dachte erst, Pete wäre ein Mädchen. Oh, ist kaputt. Es ist, glaube ich, intelligenter, Dorugamon immer zu einem Dorugreymon zu werden zu lassen, als komplett zurückdigitieren und dann immer wieder hochdigitieren. Ich glaube, das zu einem Ultra-Level werden zu lassen und dann wieder zurück zu einem Champion ist intelligenter als immer hin und her von anderen Sachen. Okay, ich glaube, ich muss jetzt nur noch das letzte Bauteil finden, die letzte Erinnerung von Pete oder Miko oder wen auch immer, um damit Pete reden zu können. Bau von Nakano Broadway Teil 5. Hier befand sich im Keller in den Wänden des Broadway-Gebäudes ein Röhrencomputer. Nach Kriegsende wurde er von Kriegsverbrechern auf der Flucht ins Gebäude gebracht, um ihn vor Mark Arthurs Hauptquartier zu verstecken. MacArthurs. Wer ist MacArthurs? Wo der Röhrencomputer damals verwendet wurde, ist nicht bekannt. Es ist möglich, dass er für mathematische Berechnungen oder Dechiffrierung von Codes diente, aber dafür gibt es keine Beweise. Mit der Zeit gab es niemanden mehr, der das Terminal im ursprünglichen Sinne bedienen konnte. Zu dem Zeitpunkt wurde der Computer wohl irgendwo in einer Wand versteckt. Hier ist es dunkel. Ganz dunkel, ich kann nichts sehen. Die Dunkelheit macht mir nichts aus, ich habe keine Angst vor ihr, aber so dunkel war es noch nie. Yoshito ist nicht hier, ich kann ihn nicht mal riechen. Ich kann nicht wieder nach draußen. Yoshito, wo bist du? Yoshito, Yoshito. Bitte nimm mich auf deinen Schoß und streichel wieder meinen Kopf. Yoshito, Yoshito. Ich muss leider jetzt kurz pausieren. So, Entschuldigung, es hat geklingelt und ich musste dran. Und ich habe mir auch was zu essen gemacht. Heißt, ich höre jetzt sofort auf, sobald wir fertig hier sind mit Pete. Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du, wer ich wirklich bin. Ich bin. Oh, das hat also begonnen, wobei ich sagen muss, dass ich mir das so nicht vorgestellt hatte. Wenn es so weitergeht, stürzt das Gebäude mit Sicherheit ein. Wer bin ich? Sag es mir doch jemand. Oh, ich kann mich jetzt aussuchen, Miko oder Pete. Oder der andere Name, aber das stimmt nicht. Wir gucken erst uns die Digimon an. Biomon ist richtig, du bist fantastisch. Quizzeit, wie viele Digimon kann man auf einer Farminsel unterbringen? 10. 99 Digimon. Ein Freund wollte wissen, was ich als Mensch tun würde. Ich habe keine Ahnung. Du hast nicht viel Zeit mit Menschen verbracht, lass uns doch noch etwas reden. Haben wir irgendwas hier? Nee. Speicher mal, falls man da wirklich unterschiedlich antworten kann. Bitte, wer bin ich? Miko? Ja, das stimmt, mein Name ist Miko. Yoshito ist mein Freund, Pete ist dein Freund. Yoshito ruft nach mir, er hat mich die ganze Zeit über gesucht. Er hat mich gefunden. Yoshito. Was ist, wenn ich Pete gewählt hätte? Hat aufgehört. Das Rütteln hat wohl aufgehört, gerade rechtzeitig.
So ist mein Hilfsdetektiv eben gute Arbeit. Jetzt brauche ich mir wegen kaputter Kaffeetasse keine Sorgen mehr machen. Haha. Was ist, wenn ich Pete gewählt hätte? Miku, du bist es wirklich. Hishito, es tut mir so leid, du hast so lange auf mich gewartet. Sollte mich entschuldigen, Miku, ich habe dich so lange allein gelassen. Es tut mir so leid, mein Lieber. Nein, ist schon gut, du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß, du hast mich auf mich gewartet, seit dem Tag, an dem du gehen musstest. Ach, Miku. Danke, ohne dich hätte ich Miku nie wieder mit eigenen Augen gesehen. Hä? Aber wieso kennt... Also, hä? Soll ich vielleicht erklären, dass es den Raum mit dem Röhrencomputer noch gab, wohnte ich in diesem Gebäude nicht bei meiner Familie. Im Computerraum habe ich gearbeitet. Miku war die ganze Zeit über die einzige Familie, die ich hatte. Ich redete mit Miku über alles, meine Erinnerungen an meine Familie, Fuyume, Yuki, alles, um dort nur nicht so einsam zu sein. Er kam zu mir in den Computerraum und wir haben dort über die Jahre viele, viele Stunden zusammen verbracht. Schließlich wurde der Raum geschlossen und hinter der dicken Wand versteckt. Es war fast so, als ob es ihn nie gegeben hätte. Im Zeitpunkt habe ich auch Miku verloren, egal wo ich suchte, er war nicht zu finden. Ich hatte so ein ungutes Gefühl, was mit ihm geschehen war, weshalb ich immer wieder herkam, um ihn zu retten. Aber letztendlich konnte ich nichts für ihn tun, ich gab auf und vergaß ihn mit der Zeit fast. Ich muss sagen, aber ein Jahrzehnte vergangen, seit wir uns zuletzt gesehen hatten. Ich kann dich dafür nicht genug danken, ohne dich hätte ich kein Wiedersehen gegeben, Jungchen. Danke, vielen, vielen Dank, jetzt können wir wieder zusammenleben. Danke, diesen Tag werde ich nie im Leben vergessen. Pete? Tschüss. Aber wieso hatte er ein Digimon? Ich verstehe, gute Arbeit. Ich kann mir nur ausmalen, wie schwer es war, weil das hast du wirklich gut gemacht. Unser Pete war also ein Kater namens Miku, der seit der US-Besatzung in einer Wand mit dem alten Röhrencomputer angeschlossen war. Was? Also er war wirklich ein Kater. Und irgendwie mit Hilfe der Intranets des Gebäudes oder dank der Kraft des Leyline ist er mit dem Computer verschmolzen und ein Digimon geworden. Der alte Kater hat ganz schön was erlebt, meinst du nicht, Takumi? Ich weiß nicht mit Sicherheit, wie die Verschmelzung passiert ist, aber es gab keine Zweifel, dass sie stattgefunden hat. Es ist erstaunlich, wie sehr und wie wenig die digitale und die echte Welt sich überschneiden. Ich glaube, dass Pete aufgrund der abnormalen digitalen Wellen nach all den Jahren wieder erschienen ist. Aber weißt du was? Ein Aspekt an der ganzen Geschichte stört mich immer noch etwas. Du hast erwähnt, dass der alte Mitsushima am Ende sagte, jetzt können wir wieder zusammenleben, richtig? Was er damit wohl gemeint hat. Nur, dass auch bei dem Fall, den ihr gelöst habt, steckt er hinter den Lehren, wie gelangt er immer wieder in das Gebäude. Sagen wir mal, dass er irgendwie Zugang zu einem Eingang hatte, mit dem Hilfe er zugewiesene gewissen Zeiten kommen und gehen konnte. Wenn er so oft ein- und ausging, dass anderen aufgefallen wäre, dann wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Hast du andere Theorien? Yoshito Mitsushima, wenn wir uns seine Vorgeschichte ansehen, finden wir vielleicht schnell unsere Antworten. Was weißt du, sollten wir noch etwas nachforschen? Bitte lass uns in Ruhe, sucht nicht nach uns. Ach, das ist verständlich, dann ist es wohl am besten, schlafende Hunde nicht zu wecken. Er ist ein Geist, ich sag's einfach mal so. Oder wir könnten den Kids von Okkultismus Club Bescheid sagen, das wäre ein gefundenes Fressen für sie. Ich meine, sie haben persönlich einen echten... Weißt du was, behalten wir das für uns. Es ist ein Geist, habe ich auch recht gehabt. Alle Risse in dieser Welt müssen gelöst werden. Arcana Broadway verbindet viele Dinge. Die Geisterwelt und die Welt der Lebenden. Die normalen und das Surreale. Nun das Physische und das Digitale. Er ist ein Geist. In diesem verrückten Loch in der Wand, das unser Zuhause ist, ist wirklich nichts unmöglich. Ah. Ja, ich muss ja noch hier enden. Speicher ab. Hey, unerhörlich. Jetzt sind wir hier wohl wieder zu zweit. Der Sofa wirken ohne Pizza so leer. Wir brauchen mehr Klienten, um sie warm zu halten. Okay. Warte, erstmal die Lines. 10 ist richtig, du bist fantastisch. Warte, haben wir noch was irgendwie? Okay, das war alles. Yeah. Speicher ab. Speichern, weil ich wollte jetzt essen. ja. Ich habe mir was zu essen gemacht. Sandwiches, Salami, Käse, Sandwich und wollte die verdrücken. Hier, das ist der älteste Spielstand.
Das kann ich ruhig überschreiben. So. Wollte wer digitieren? Ich glaube nicht. Ich bedanke mich also dann vielmals fürs Zuschauen. Wir sprechen dann nächstes Mal mit Kyoko. Und ich habe mich bedankt, ne? Fürs Zuschauen. Okay, dann auf Wiedersehen. Tschüss.